So, dann herzlich willkommen zu PK nach dem Spitzenspiel die BHK 07 Chemnitzer FC. Zustand 2:0 für unseren BHK 07. Recht herzlich möchte ich alle Medienvertreter hier im Raum begrüßen. Natürlich unseren Gästetrainer und unseren Trainer Hasan Palatan. Für mich ein schönes Wochenende. Sieg eine Mannschaft, Sieg von der Mannschaft, wo ich Fan bin. Spielt aber keine Rolle. Lieber Herr Berger, wie haben Sie das Spiel gesehen? Also erstmal freut es mich, dass wir Sie glücklich gemacht haben. Dankeschön. Ja, ja, erstmal Glückwunsch an den BHK. Ich glaube, wir haben heute ein Spiel gesehen, was das Ergebnis nachher völlig widerspiegelt. Wir haben verdient verloren. Leider in den ersten Minuten nicht so den Zugriff bekommen, wie wir es wollten. Wir wussten, dass der BHK dort spielerische Lösungen sucht, dass er bei den langen Bällen doch schon Probleme hat, dass er bei der Standardverteidigung schon Probleme hat. Das wollten wir einfach alles ausnutzen. Letztendlich ist es immer ein Unterschied, ob man es weiß und ob man es nachher umsetzt. Wir haben ein ähnliches Tor gegen den BFC schon bekommen, ein langer Ball, der abgelegt wird, und dann war es natürlich nicht so schlecht gemacht als Fallrückzieher. Aber ich denke, das kann man deutlich anders verteidigen. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, hatten ein bisschen mehr Zugriff. Aber in der ersten Halbzeit hat man auch schon gemerkt, dass einfach diese Leichtigkeit, Torschancen herauszuspielen und die dann auch zu nutzen, uns etwas abgeht momentan. Ich denke, wir konnten das Spielgeschehen letztendlich nachher offen gestalten. Zweite Halbzeit haben wir uns schon gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht mit Wind dort auch noch einen Ausgleich zu machen. Der Knackpunkt dieses Spiels war ganz klar der Elfmeter, wo ich 100% der Meinung bin, dass das kein Elfmeter ist, weil der Dennis Grote mir sogar noch den Abdruck auf der Brust gezeigt hat. Das ist dann schon leider schade, dass so eine Spiele dann nachher so entschieden werden, weil ich denke, da spätestens da war klar, dass wir in der Situation, die wir jetzt momentan haben, nicht mehr zurückkommen können. Die Jungs haben alles getan, wir sind gelaufen, haben gekämpft, aber man hat gesehen, einfach diese Lösung, die sie vom Tor hatten, des Öfteren die falschen waren. Ich glaube, wir haben einmal aufs Tor geschossen. Dann muss man einfach sagen, dass es dann nachher nicht reicht. Und ja, jetzt gilt es, uns zu sammeln, die Kraft wieder zu tanken. War eine intensive englische Woche, leider mit nur einem Punkt. Aber daraus müssen wir unsere Lehren ziehen. Wir müssen uns einfach auch wieder ein Stück weit auch gedanklich sammeln. Wir hoffen, dass der Daniel dann auch irgendwann mal wieder zurückkommt, weil man merkt schon, dass er uns sehr, sehr fehlt, gerade im Offensivbereich. Und dass wir dann nächste Wochenende gegen Bautzen wieder mit dem Heimsieg in die Saison weitergehen. Dankeschön. Vielen Dank. Erstmal Glückwunsch von meiner Seite aus. In meinen Augen super Spiel gewesen, aber wie hast du das Ganze gesehen? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke schon, dass wir über 85 Minuten ganz klar die bessere Mannschaft waren, dass wir in allen Belangen den Gegner hier wirklich beherrscht haben. Ich habe nicht eine Torchance für den Gegner registrieren können, wobei man auf unserer Seite, glaube ich, definitiv 3, 4, 5 Tore mehr erzielen kann, was wir für Chancen heute uns erspielt haben und ein super Umkehrspiel auch aus dem Spiel heraus uns für Chancen erarbeitet haben. Das macht mich einfach stolz, dass die Mannschaft mich locker lässt, dass er wirklich an ihre Sache glaubt, auch den Glauben zu haben, hier gegen den Spitzenreiter so ein Spiel hinzulegen, das ist schon sehr beeindruckend, auch für mich. Ja. Und deswegen, der einzige Wermutstropfen ist für mich, wir hätten heute wirklich 4-0, 5-0 gewinnen können, vielleicht sogar müssen, und haben dementsprechend ein super Spiel hingelegt. Und ich hatte ganz ehrlich in keinster Phase des Spiels Bedenken, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen. Danke, Hasan. Kurz und bündig, meine Frage an die Medienvertreter. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, beiden Trainern noch eine Frage zu stellen. Wer möchte, bitte? Ja, das war ein Fahrer da. In Chemnitz wurde vermeldet, dass Sie keine Lizenz beantragt haben für die dritte Liga. Stimmt das? Kann ich nicht beantworten. Dann müssen die Vereinsverantwortlichen fragen. Ich bin der Trainer. Ich bin dafür zuständig, dass wir am Wochenende und in der Woche unsere Hausaufgaben machen. Und das, denke ich, ist heute eignungsvoll der Mannschaft widerfahren, dass wir das richtig gut gemacht haben. Und diese Frage können Sie ja gerne an die Vereinsvertreter anschauen. Noch jemand Fragen an unsere beiden Trainer? Wenn dem nicht so ist, möchte ich die PK hiermit beenden und unseren Gästen aus Chemnitz eine angenehme Heimfahrt wünschen.
viel Erfolg noch, Hassan, weiterhin viel Erfolg, lass es ruhig so weitergehen. Ich bedanke mich und hoffe, dass wir uns in 14 Tagen an alter Stelle hier wiedersehen und wünsche allen. In einer Woche schon. Ihr seht, wie schnell das bei mir geht. Ich bin so vergesslich mittlerweile und alt. Dementsprechend, dann sehen wir uns nächste Woche gegen Alt-Klinik wieder, hoffe ich. Dankeschön. Schönen Sonntag.